Moin, moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Satisfactory Update 5. Und wir sind immer noch bei den Steelbox Reloaded und das macht halt auch Bock. Wir sind jetzt so langsam in den letzten Zügen, ja, und ich denke, dass ich in der heutigen oder in der nächsten Folge endlich fertig werde. Wiederum danke für die vielen Kommentare. Ich habe zwei Sachen, die ich daraus mitnehme. Nummer 1, einmal habe ich hier tatsächlich das falsche Band angeschlossen. Nicht das 100er, sondern das 480er, das ist kein Problem, das werde ich kurz ändern. Machen wir kurz kleiner, damit ihr das auch seht. So, hier hinten hatte ich ein 100er Band direkt vorausgesehen. Was ist denn hier los? Das ist natürlich nicht so geil. Klick. Nein. Das war hier so Stahl. Stahl haben wir hier. Ja, war doch da. Ja, genau. Kommt das hier hin. Zack. Und das da hin. So. Wieder gut. Tatsächlich hier die Dinger. Ne? Hier haben wir extra die 100 gemacht und die nutzen wir nicht. Und der zweite Punkt, auf den ich aufmerksam gemacht wurde, war, dass das hier mit diesem Überschuss, mit diesem Splitter hier nicht funktioniert. Und zwar, was haben wir uns hier gedacht? Ne? Hier sind die modularen Rahmen. Die werden produziert. Die eine, ne, insgesamt, glaube ich, hatten wir das, wenn wir das hier mal so uns anschauen, sollen 2,5 in den ins Dings hier gehen. Und hier gehen 3. Was ist denn 3, ey? Das hier geht ja gar nicht. Da sollen eigentlich nur 2,5 rein. Ach so, warte mal. 3 und hier haben wir ja auch 3, was insgesamt ja theoretisch 6 wären. Aber das durch 2 wären hier 4,5. So, ach ja, genau. Und 5 sollen hier weg, was aber dann nicht funktioniert. Ich glaube, ich werde es da halt so machen wie die anderen. Ne? Hier gab es dann den Vorschlag, irgendwie ich soll jetzt hier sowas machen, damit es dann irgendwie funktioniert. Ne? Dann gehen hier nämlich tatsächlich 4 nach links und 2 nach rechts. Was dann wiederum dazu führt, dass wir dann hier mehr haben. Aber ich glaube, ich werde es einfach komplett durchschleifen. Und, und durchschleifen ist eine coole Sache, Leute. Ich weiß nicht, hier gab es so Kommentare. Ich gucke mir das mal hier mal so an. 100er Rohren MK1 Lift, jo, gucke ich mir an. Hier, Vorsicht bei Überschusssplittern, 480er Band ist gleich 8x60er Band. 6 gelten als Überschuss, da ich auf das 60er Band packen kann. Das ist aber fein so, weil es trotzdem vorläuft. Vorsicht mit dem Durchschleifen, das hat bei mir bei ziemlich langen Förderbändern geführt, auch weil ich dann die Reste zurück zum Lager geführt habe und somit das Band einmal in die gesamte Produktion damit zurückgelaufen ist. Das hat auch zum Bandchaos geführt. Bandchaos habe ich hier nicht, Achim, kein Problem. Und das einzige wirklich, Ding hier, was ich hier anwende, ist auf jeden Fall das mit den 100ern. Und ich werde hier einfach mir das hier einfach machen und einfach auch hier die modularen Rahmen einfach mal durchschleifen. Dann haben wir es auch fertig und dann brauche ich mich nicht stressen. Das führt jetzt also dazu, dass ich das hier einfach mal wegnehme. Ich habe das, glaube ich, hier unten noch gar nicht. Oh, doch, habe ich. Warte mal. Hä? Wohin geht das denn? Habe ich die... Ah ja, zu den Dingern hier. Ja, deswegen. Wie viel brauche ich hier bei den Versatile Frameworks? Da gucken wir mal rein. Genau, die 5. Die 5 müssen nach rechts gehen. Und dementsprechend... Ja, okay. Ich habe es jetzt eigentlich schon gebaut, ne? Brauchst nicht durchschleifen. Wenn 5 nach rechts gehen sollen... Dann machen wir das doch entspannt so. Hier haben wir die 3 und dann brauchen wir hier 2 und dann brauchen wir tatsächlich, können wir das so machen. Und dann haben wir tatsächlich die 5. Warum ist das so? Hier werden 3 produziert. 1, 2, 3. Ne, geht genau auf. Ergo, machen wir das so. Dann gehen hier nämlich, hier geht einer, 2 und dann haben wir hier die 5 und dann passt das auch alles. Ja, dann machen wir das so. Okay. Hätte ich das jetzt noch nicht gebaut gehabt, hätte ich es wahrscheinlich noch anders gemacht, aber ich habe jetzt schon die ganze Sache da unten am Start, von daher. So, das hier wird durchgeschliffen bei den Frames. Da werde ich hier nochmal kurz was ändern, weil wir haben ja hier die 100er. Den 100er, den wir extra dafür ja gebaut haben. Hier das Ding. Und der 100er ist hier hinten. Na, deswegen ziehen wir das hier einmal mal. Mal sehen, das ist hier so. Und dann geht das hier mal unten lang. Und dann machen wir das bei hier. Irgendwie hier so hoch. Und dann können wir das hier auch direkt fertig machen. Einmal nach da. Dann nehmen wir das hier weg. Das drehen wir um. Förderband Mark 4. Piep. Das ist gerade. Oh, es ist sogar gerade.
ist das gerade? Das ist so zwei weg. Ja, das sieht eigentlich gut aus. Das sieht zumindest gerade aus. Ist das gerade? Sieht gerade aus. Perfekt. So, dann machen wir das Ding hier wieder zu. Dann nehmen wir das hier raus. Den Förderlift rein. Und schon haben wir hier die 100. Sehr, sehr gut. Dann haben wir das einmal geklärt. Und hier das muss dann tatsächlich gar nicht dahin. Kann hier einfach durchgeschliffen werden. Perfekt. Okay. Wir haben ja beim letzten Mal das hier gebaut. Das werde ich hier auch nochmal fertig bauen. So, die Dinger kommen jetzt hier raus, die Rahmen. Alles am Start. Haben wir hier noch irgendwas? Ne, Beton kommt an. Wird voll, läuft hier voll. Hier läuft es voll. Und hier haben wir das auch. Ne? Alles gut. Und hier actually auch. Sehr, sehr gut, Leute. Dann werde ich das hier auch nochmal. Das ist, oh, das ist schon alles verbunden. Genau, und dann haben wir hier die Rahmen und das kommt dann später alles auf ein Förderband und wird zum Bahnhof gebracht. Heute, also was genau, was haben wir denn also fertig? Wir haben Versatile Frameworks, wir haben die Heavy Modulars und jetzt kümmern wir uns hier oben. Statoren und Automated Wiring. Ne? 5 Assembler für die Statoren machen wir jetzt und dann, das werden wir hier alles so bauen. Und das Automated Wiring, das braucht glaube ich das Kabel, genau. Mhm. Hier haben wir ja das, haben wir das Kabel am Start. Ja, ich überlege gerade, baue ich hier die 6 Assembler und dann hier die Statoren. Ich glaube, ich mache das so. Genau, hier die Statoren. Machen wir das hier schon wieder einmal frei, machen wir das wohl hier hin. Ja, wir haben einen Platz. So, Statoren brauchen wir 5, machen aber natürlich 6. Wegen der Parallelität. Oh, jetzt fehlen mir die Platten hier wieder. Da gönne ich mir. Das macht die Sache hier natürlich nicht einfacher. Aber so. Aber ich finde es so immer ganz gut gelungen, dass wir hier so ein bisschen Parallelität haben. So, dann baue ich das immer auf. Das sind jetzt hier die für die Statoren. Das können wir mal reinmachen. Und dann kommen wir heute wirklich vielleicht sogar zum Ende. Ey. Das wäre natürlich mega nice. So, die Statoren sind, bilden natürlich auch die Grundlage für die automatischen Verkabelungen. Und die werden wir dann tatsächlich hier mal so hinbauen. Wieder hier ein frei, packen wir hier hin. Zack, zack. Hier wäre das erste. Und automatische brauchen wir 6, das passt sehr gut. 2, 3. Passt das hier überhaupt hier hinten hin? Uff. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Naja. Ah, wir kriegen es hin. Ich will hier diese Symmetrie hier nicht verkacken, deswegen machen wir das einfach so. So, zack, zack. Dahin 2 und. Damit steht im Prinzip alles. Jetzt kommt hier das Automated Wiring. Ihr kennt es, automatische Verkabelung. Ne? Dadurch, dass ich scrollen muss, kopiere ich die Einstellung. Steuerung C, Steuerung V. Einfach reinmachen. Und hier. So, das heißt, wir haben jetzt erstmal alles stehen. Und jetzt wird nochmal verbunden. Oh, wir haben kurz mal hier kurz eine Leck gehabt und schon schießt das Ding hier to the moon. Ja, das Ding können wir hier ruhig nochmal mittig setzen. Kleine Metallsäule, mal kurz suchen. Das Ding einmal nach da. Und dann machen wir von hier oben weiter. Beziehungsweise das Farbfeld. Das ist jetzt schwarz. Ja, perfekt. Weil Statoren sind für mich halt auch eine Stahlgeschichte. Machst du ja auch erst, wenn du Stahl hast.
So. So, mal ein bisschen hier. Dann machen wir das hier noch gerade. So, und dann den hier einmal dahin. Alles schön verbinden. Ihr kennt das. Ich finde ganz ehrlich, diese Strom, ja, diese Stromgeschichte, also diese Verbindung, finde ich ziemlich entspannt zu bauen. Kannst auch von unten bauen. Alles auf entspannt. So. Ihn hier noch dahin. Jetzt hier wieder diese komischen Dings hier, was ich immer mache. Das sieht ja auch alles so beschissen aus. Am liebsten mit Hoverpack, ne? So, ihn hier nehmen. Oben drauf. Ihn da drauf. Dann den hier. Darauf. Okay. So, ich werde mal ganz kurz mein Mikrofon neu positionieren, damit ihr nicht diese ganzen Klickgeräusche habt. Aber so, das ist jetzt so fertig. Sehr gut. So, dann machen wir hier wieder mal natürlich die Splitterinos. Zwei. Perfekt, das weg. Ja, und dann kurz mal reingeguckt. 15 und 40, beides unter 60. Also kann ich hier ruhig Mark 1 nehmen. Ah, irgendeiner meinte auch noch irgendwas bei den 100. Dann wäre auch noch das falsche Förderband. Muss ich mal gucken. So. Einmal das, das, das und das. Okay, check ich mal ganz kurz. Hier das falsche. MK4. MK1. True. Dankeschön fürs Aufpassen. Dann wird das hier auch mal ein bisschen leerer. Okay. So, dann haben wir das jetzt hier. Das ist jetzt quasi fertig. Für die Statoren brauchen wir Draht und Stahlrohre. Gar nicht so viele Stahlrohre. Insgesamt waren das, glaube ich, nur 75, ne? Die ziehen wir von da hinten einfach weiter. Beziehungsweise, wir haben ja hier unten schon einmal was gebaut. Frage ist jetzt, wie mache ich das mit den Stahlrohren, ne? Also, wir haben ja hier die 480 und davon gehen jetzt hier in die Versatile Framework Dinger. Ah, ne, ist egal. Da gehen einmal hier 280 und nochmal 101,25 und 23, das ist der Überschuss. Die 280 gehen ja einmal, genau, die 280 und genau, das geht da lang, da hoch. 280 plus, wie viel waren das? 280 und 101,25, also 381,25. 381,25 gehen da lang. Und dann hier hinten quasi hier wieder raus. In das Ding. So, jetzt kann ich hier natürlich, genau, hier. Jetzt nehme ich das hier weg. Die 100 gehen dahin und jetzt werde ich hier die Statoren und der Überschuss der Statoren geht dann aufs Fließband. So, jetzt muss ich mich hier nochmal kurz ein bisschen finden. Statoren waren hier.
Werde ich auch noch mal ein bisschen die Fusionatoren bauen. Das ist auch noch mal wichtig. Haben wir das auch schon fertig? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, perfekt. Genau, so dann. Oh, mir fehlen Stahlbetonträger. Naja, ich gehe mal zum Dings hier, zu meinem Bauzug. Da habe ich ja noch einiges am Start. Naja, aber, ne, und dann ist das hier erstmal fertig. Dann ist echt geil. Warum wir so stahlmäßig uns gar nicht mehr irgendwie Gedanken machen. So, von denen nehme ich auch erstmal nochmal 200 mit. Perfekt. Dann haben wir die auch. Okay, was haben wir hier? Actually gar nicht so viel. Uff, da muss ich dann am Ende hin. Ja, das funktioniert hier so ein bisschen. Dann muss ich mir jetzt mal die Stahlrohre holen, die sich da hinten so ein bisschen aufstauen. Na, weil wir natürlich noch nicht alles abnehmen. Danke. Und danke. Ruhig mal 400, was soll der Geiz? Stahlbetonträger, so heißen die nämlich. So, dann sind wir hier bei den Stadttoren. Okay. So, und hier haben wir dann, was kommt denn hier oben noch hin? Draht. Aber Draht geht da einfach rein und verschwindet, ne? In die Stadttoren. Wie viel? 200 Wire. Hier gehen 600 drin und 133. Okay, 200 Wire, den müssen wir auch nochmal irgendwie. Wie haben wir das jetzt hier so fertig? Oh ja, wir die wildesten Sachen. Die 133. Und hier sind die 200. Ah, hier ist der Ausgang. Okay, I see. Machen wir nochmal hier. Das so. Und schauen wir mal. Ja, das müssen wir hier schon hier hinten irgendwie hinpacken. So, hier kommt Wire hin. Das kann ich auch gleich nochmal ein bisschen einfärben, damit wir hier Bescheid wissen. Und da unten dann die Stahlrohre. Genau. Klar. Einfach nur klar. Was war das hier? Ach, ist auch einfach klar. Okay, gut. Dann kommen die Dinger hier weg. Thank you so much. Das Ding kommt hier weg und wird hier einmal nochmal... Ja, dieser Zwischenboden, das verfolgt mich jetzt natürlich. Das muss da gar nicht so hoch. Das können wir einfach hier unten weiterführen.
Perfekt, dann haben wir das auch. Jetzt kann ich hier die Sachen ein bisschen besser bauen. Okay, als erstes bauen wir Wire. Da komme ich jetzt hier nicht so gut mit an den Start. Also gleich machen wir hier nochmal einen Förderbanddurchlauf. Mal in die Richtung. Genau, das ist das. Hier kann ich erstmal ein bisschen über Tage laufen. Ich kann das hier sogar bis hier machen. Und dann wäre das sogar hier, ne? So nicht, sondern wir müssen das hier ein Stück oben machen. Und dahin, so. Das verbinden, sehr schön. Ist jetzt aber Kupfer, deswegen, beziehungsweise Wire, deswegen müssen wir hier nochmal kurz mal einfärben. Ist mir wichtig. Okay, und dann... könnte ich jetzt hier ich das hier sogar noch wegnehme, die Stützen, dann kann ich das hier eiskalt mal hier so runterziehen. Finde ich, ist okay für mich. Sehr schön. Und da haben wir den Draht. Und jetzt gehen wir wieder auf Stahl. Und Stahl benötigen wir jetzt erstmal wirklich von ganz hinten. Ne? Das ist halt echt irr. Aber ist wie es ist. Da hinten sind sie. Aber dann haben wir auch genug davon. Machen wir das jetzt erstmal so. Das mache ich mal so, kann ich ja einfach mal rumführen. Man muss ja nicht immer alles so extrem machen. So, und wo war das jetzt? Da hinten. So, dann mal hier lang. Ist das hier das? Ja, okay. So, dann können wir das hier einfach nach unten ziehen. Hier geht's raus. Oh, das nervt schon hart, ne? Also auf jeden Fall wieder Lessons learned. Es geht zwar, aber es ist einfach nur Pain. So, das nach da.
Okay. So, Statoren, ready. Und nach den Statoren, also wir haben ja gesagt, wie viel brauchen wir jetzt hier für die Dinger, ne? Also für die Statoren, jetzt haben wir hier die 75 plus die 23,75 und alles, was jetzt hier rauskommt an, also wir sagen hier an Rohren. Deswegen muss hier auch so ein Überschusssplitter rein. So. Mitte Überschuss. Links beliebig und rechts beliebig. Dann wird das alles voll gemacht und der Überschuss geht dann aufs Band. Perfekt. Ne, und jetzt natürlich klar, wir haben hier nur ein 60er Band, das heißt, es wird auf jeden Fall ein bisschen mehr rübergeschoben, aber im Endeffekt wird hier erst das 60er Band voll gemacht. Dadurch, dass also, deswegen wird das hier irgendwann alles voll. Kein Problem. So, und hier werden schön die Statoren produziert. Draht brauchen wir nicht weiter. Das bedeutet, wir können entspannt hier einen Fusionator bauen. Dann gehen wir hier nochmal auf die Fusionatoren. Zack, 1-1. So, bei den Statoren ist es halt ähnlich, ne? Da gehen wir erstmal in die Verkabelung rein. Und danach, der Überschuss geht dann in aufs große, ich sag mal, Stahlband, ne? Okay. Dann werden wir hier erstmal nochmal die Fusionatoren bauen. Weil hier sind die verschiedenen, hier kommen die automatischen Verkabelungen raus am Ende. Das ist für mich übrigens auch ein Stahlprodukt, deswegen auch schwarz. So, hier wird es jetzt mal ein bisschen eng. Aber Soft Clearance sei Dank, kriegen wir das hier ganz gut hin. Und so eng ist es gar nicht. So, dann wird hier natürlich, erstmal brauchen wir hier wieder die Splitter. Und die Kabel bleiben halt da, ne? Das heißt, die Kabel werden wir auch als erstes hier dann dazuführen. Es fehlt Kabel. Ja, kann ich mir hier schön einfach rausgeben. Ist ja kein Problem. Jetzt habe ich auch wieder genug. So, 1, 2, so, und jetzt die Frage. Ich glaube, ich mache die Statoren hier unten und dann können die hier gleich weiter. Intelligenter Splitter. Mitte, Überschuss, beliebig, beliebig. 1, und das sind hier unten die Statoren. Davon brauche ich halt auch nur 2,5, ne? Und Kabel ist oben schon ein bisschen mehr. 50 Stück ist schon.
So, aber es ist auch schon das Letzte, was wir hier verbinden, groß. Mal abgesehen vom Bahnhof noch. Ach ja, ich muss ja auch noch ein bisschen hier die Statoren runtertakten. Statoren brauchten wir ja eigentlich nur, wo ist es hier? 5 Assembler. Deswegen müssen wir, und wir haben halt 6. Das heißt, 2 laufen auf 50%. Ja, es läuft tatsächlich langsam voll. So, jetzt haben wir hier die Statoren. Uff. Wo kommt das hier hin? Wir müssen ja so ein bisschen in die Richtung. Dann müssen wir hier noch ein bisschen verbinden. Mark 4 gerne. So, Kabel oben lang. Also ehrlicherweise muss ich hier nicht unten lang machen, ne? Aber zumindest hat man dann hier noch mal einen Weg. Das ist eigentlich komplett dumm, aber okay. Wie viel Kabel müssen hier hin? 300. Ist aber auch schon ordentlich. Und dann die Statoren. Oh Gott. Was ist denn das hier, bitte? Ah, okay. Sieht auch übel aus. Das ist der Überschuss, der... Dingenskirchen hier. Oh, der geht direkt nach oben. Ah, ist nicht so gut. Machen wir mal so. Die 1 haben wir es perfekt. Doch, ein Glück. Jetzt passt's. So, nichtsdestotrotz. Hier kommen die Statoren raus. Ja, würde ich dann auch direkt mal hier so. Ach, guck mal an, hier ist auch noch mal so ein Dings. Hätte ich natürlich hier unten auch noch ein bisschen alles regeln können. Was ist denn das jetzt hier? Oh Gott. Okay. Na, wir machen das schon ordentlich. So, dann machen wir das mal hier hin. Nee, das ist auch zu hoch.
Uiuiui. Muss, glaube ich, mal hier so lang. Aber so haben wir wenigstens die gleiche Höhe. Statoren. Diese gehen jetzt hier rein. Autosave. Okay, jetzt aber hier. Ah, okay, hier haben wir noch gar keinen Strom und nichts. Ne? Wir haben das alles zwar schon verbunden, aber hier passiert noch gar nichts. Gut, dann machen wir natürlich hier weiter. Das eine Höhe. Jo, perfekt. Einmal nach da. Das können wir natürlich noch ein bisschen ändern, ist klar. So, und dann machen wir hier um. Oh nee, das ist ein bisschen zu nah dran. So, das. Darauf, dahin und einmal hier runter. Und dann sollten wir das auch verbunden haben. Und schon geht's hoffentlich los. Statoren schieben hier rein. Rechts beliebig und links auch beliebig, sonst geht das nämlich nicht. Kabel ist am Start, 50 Stück. Automatische Verkabelungen werden gemacht. Ne? 6 mal 2,5 sind insgesamt 15. Das ist auch die exakte Menge, die wir benötigen. Oder zumindest für die nächsten Pläne. Das heißt, aktuell läuft alles. Was nicht läuft, ist aktuell der Überschuss, das alles wegzubringen. Aber da kommen wir jetzt hin. Aber ich bin schon recht zufrieden. Hier sind wahrscheinlich 50 drin, ja. Als erstes fangen wir hier mal an mit so einem Überschussband. So, hier wird zuerst mal fusioniert. Also hier kommen zwar die Dinger hin, aber was kommt hier auch hin? Zum einen die modularen Rahmen und zum anderen, das haben wir hier unten, die Dinger kommen schon raus, und die Stahlbetonträger. Ne, modulare Rahmen kriegen wir auch nochmal 2,5 raus, das ist aber fein. Also, zack, nach da. Es fehlt Stahlbetonträger. Was, haben wir schon wieder 400 durchgeschossen? Kann doch nicht sein. Ist ja insane, was man hier verbraucht. Unbelievable. Zack.
Zack. Zack. Und dann wird das hier alles konstant laufen. So, das hier. Passt das hier auch direkt? Ja, das passt so richtig schön. Nope. Welche Richtung hat mir denn gesagt, dass es geht? Fünf nochmal der. Hier. Der Fusionator. Da geht's rein. Da geht's raus. So, damit haben wir die Heavy Modular, check. Encase Industrial, ne, check. So, Steel Beams, das ist jetzt, jetzt geht's hier erstmal weiter. Jetzt holen wir überall ab, ne? Also wo brauchen wir noch? Jetzt ziehen wir erstmal das hier nach da. Wenn ich jetzt mal hier so lang gehe. Hier, genau, hier haben wir die Steel Beams, die hier rauskommen, ne? Ja. Oder mal anders gesprochen. Ich fange mal vom Bahnhof an und stelle mal hier so ein Ding hin. Und dann arbeiten wir quasi auf diese, auf dieses Förderband hinzu. Dann brauchen wir hier doppelt? Nee, wir brauchen halt auch keine modularen Rahmen, die wir hier wieder irgendwie ankarren müssen. Wir produzieren sogar noch welche. Ja, aktuell hier alles voll. Brauchen wir das? Nein. Müssen wir noch mal kurz rein in den Bahnhof. Das muss ich sowieso mal Fahrplan. Das ist Steel Transfer. Und da bearbeiten wir den Fahrplan. Central Basic. Machen wir nichts. Steelworks Ex Import. Das haben wir auch schon alles raus. Ah, tipptopp. Kann ich eigentlich das hier hinten wegnehmen? Ah, wir lassen den erstmal. You never know. Ne? Man weiß nie, wozu das alles gut ist. Einfach mal wieder mal kleinen industriellen Container. Und den hier. So, das wäre jetzt hier the thing. Hier ist der Förderbandlift, der hier alles holt. Das ist, glaube ich, diese. Ja, genau. Machen wir das mal hier so lang, bis es nicht mehr geht. Und dann kann man immer noch entsprechend drüber ziehen. Was ist das hier eigentlich, was hier so runterkommt? Das sind. Ah ja, die Versatile Frameworks. Ne? Das ist Nummer 1. Die kommen. Da mal so lang. Habe ich hier noch irgendwelche? Ja, guck hier. Und hier haben wir nichts weiter. Perfekt. Dann können wir das hier hochbringen.
auf der Basis hier, zack. Und dann kommt hier ein Fusionator. Und zwar auf der Höhe hier. Natürlich schräg, warum auch immer. Okay, dann haben wir das. Ich gucke kurz rein. Also haben wir die Versatile Framework ist auch weg. So, dann gucken wir mal. Steel Beams hatten wir hier auch. Die müssen auch noch weg. Das kann man jetzt auch alles theoretisch denn hier so zusammenführen. Hier sind Steel Beams. Und hier sind sie fürs Lager. Die kann ich hier gleich direkt rausnehmen. Cool, cool. Oder ich gehe direkt noch mal einen runter. Why not? Wo gehe ich da runter? Mach das mal hier so ein bisschen zoom. Ich glaube da hinten, ne? Man sieht da zum Glück diese Umrisse so ein bisschen. Wo ist denn das jetzt? Ach, da. Ist das das? Wahrscheinlich. Jo, das ist das hier. Steel Beams, alles klar. Einmal da lang. Ah, und die sind gar nicht zu vernachlässigen, die Steel Beams. Die brauchen wir immer für diese ganzen Architekturdinger. Ja, hier für die, ja. Uff, was ist denn das hier? Das machen wir so aber nicht. Hier die Versatile Frames aus oder was? Versatile Frameworks, ja, ne? Müsste. Yep. Okay. Das bedeutet, da kann ich ja direkt hier mit drauf pumpen. Kommt hier ein kleiner Fusionator ran. Schön, 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 wenn hier alles so schön aufgeht. Dann habe ich die Steel Beams und die Versatile Frameworks. Ja, das ist jetzt ja auch noch mal ein bisschen stressig, ne? So, hier diese letzten. Das hat auch sehr viel von wieder 4 Mark 4 Band.
Okay, dann haben wir das. Versatile Frameworks. Steel Beams. Also jetzt brauchen wir noch vier. Automated Wiring statt Toren, Modular Frames. Die Modular Frames, die 2,5, die hole ich auch von da. Ach nee, die haben wir auch mit, ne? Die Modular Frames haben wir auch mit drauf. Okay. So, jetzt brauchen wir noch die Steel Pipes statt Toren, Automated Wiring. So, Automated Wiring ist ja hier. Das nehme ich hier einfach mal mit runter. Und hier waren die Statoren mit der Überschuss. Das kann ich ja eigentlich auch mit direkt mit einem Fusionator hinzuführen. Und wenn die halt voll sind. Hier sind die Statoren voll. Hier noch nicht ganz. Aber sieht gut aus. 47, irgendwas ist hier noch mit den Statoren so ein bisschen falsch. Ah ja, und hier waren die Pipes. Und hier unter konnte ich nicht nochmal runter, ne? Nee. Aber warte mal, was ist denn das hier für ein Band? Warte mal, da kann das mit drauf. Geil. Ich mach das hier mal weg. Baue hier nochmal einen Fusionator drauf ein. Zack, zack, so. Nope. Nein, ah, shit. Schön aufpassen. Oder warte mal, sind das die Statoren, die... Ah, nee, ich dachte, das wären die... Nee, das sind die Statoren, das kann ich doch nicht machen. Aha. Alles wieder umsonst. Aber okay. Ich dachte fast. Das kann ich hier unten ja auch nicht machen, oder? Doch. Erstmal wollte ich noch mal ein bisschen was checken hier. So, ich glaube hier hinten genau. Hier muss das einmal dahin und einmal wir uns dahin, da rein, da rein. Es fehlen mir Materialien. Okay. Ja, es ist jetzt tatsächlich sehr viel von diesem Stahlbeton, ne? Dann schließen wir die ganzen Sachen hier nochmal ab. Die 100.
Dann kann ich das nämlich hier weiterziehen und dann schon mal den Bahnhof und dann läuft hier erstmal die ganze Anlage wieder. Dubidubidu. Perfekt. Hier was an? Nee, ne? Noch nicht. Okay. So, dann kommt hier noch mal ein Fusionator, der kommt in die Richtung. Nee, der muss noch ein nach da. So. Ist gerade, perfekt. Nicht gerade, nicht perfekt. Es ist aber auch alles schwierig. So. Bist du gerade? Nein. Der ist auch nicht gerade. Ich drehe durch. So, jetzt aber. Perfekt gerade. Das ist perfekt gerade, sehr schön. Und dann ziehe ich das hier mal hier so lang. So, was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir das alles fertig. Jetzt haben wir die Automated Wirings und so weiter. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dauert jetzt ein Müh, bis alles raus ist. Aber dann, Leute. Also, das haben wir jetzt alles. Automated Wiring haben wir auch. Jetzt fehlen nur noch Datoren und Steel Pipes. Das noch rauf. Ich weiß, Steel Pipes haben wir auch irgendwo. Oder warte mal, das hier waren. Nee, die Statoren, die haben wir auch, ne? Wie viele Statoren gibt es denn? 10 eigentlich. Hundert, okay. Ah, das dauert jetzt wahrscheinlich, bis das hier alles voll läuft. Zweieinhalb die Minute. Hier machen wir 5, 10. Nochmal 2,5. Also insgesamt machen wir 30 Statoren, ne? Ne, 25 Statoren. Ja, ja, 25. Und hier verbrauchen wir 2,5 mal 6. Ist ja nix. Sind ja 2,5. 2,5 mal 6 sind 15. Und dann haben wir ja noch 10 übrig, genau.
Ja, Kabel wird hier langsam weniger. So, Statoren gehen hier rein und der Überschuss wird dann später, wenn das hier voll ist. Ja, das ist das Problem, die sind noch nicht voll, die beiden. Werden aber voll. Geh hier mal rein. Ach, die Dinger sind hier noch gar nicht verbunden. Geht das auch raus. Automatische Verkabelung, Leute. Wieder ordentlich. So, okay. Statoren auch safe. Jetzt fehlen nur noch die Steelpipes. Die müssen wir noch irgendwie... Ne? Und die Steelpipes im Endeffekt, das ist das Ding hier, ne? Und theoretisch kann ich die... Ich kann sie halt nicht mit auf der Statorenwand setzen. Ich muss wirklich komplett neu denken. Aber dann müsste hier auch alles tatsächlich mal laufen. Soweit sieht hier alles grün aus. Hinten ist noch ein bisschen was gelb. Wahrscheinlich noch, weil die Steelpipes noch ganz, noch lange nicht so richtig pumpen. Die Minute 46. Ja. Das sind die, die dann weg müssen Richtung diese Frameworks dahin. Na, die 5, die wir jetzt hier sehen, modulare Rahmen. Ich nehme hier einfach mal 50 raus. Geht das hier noch mal ein bisschen fixer raus dahin. So, jetzt aber zu den Steelpipes. Das dürfen wir nicht vergessen, nicht rumdallern jetzt hier. Das wird immer voller, sehr schön. Ich will auch noch mal einmal kurz noch mal dahin, ob das alles jetzt da reingeht. Sollte aber. Einiges drin, ne? Und die Dinger hier kommen, können irgendwie komplett raus. So, Steelworks. Bahnhof. Steel Transfer. Steelworks X. Fahrplan bearbeiten. Jo, war der jetzt hier? Ja, dann muss schon da irgendwas mitgenommen haben, ne? Es kommt ein bisschen was ran. Nur die Pipes fehlen. Die haben wir, die haben wir. Das ist wichtig. Die haben wir richtig. Die haben wir und jetzt fehlen noch die Pipes. So, like I said. Ne? Vielleicht mache ich die einfach in die Richtung.
Einfach mal so hier und dann mal nach da. Dann haben wir doch hier schon mal eine schöne Sache. Und dann hinten einfach hoch. Was haben wir denn hier, ne? Machen wir das mal weg. Das dahin, das dahin. Und dann hätten wir es auch. So Leute, das haben wir jetzt hier fertig. Wer hätte es gedacht? Jetzt nur noch ein bisschen Kosmetik, die Löcher stopfen. Wichtig ist hier Überschuss. Die sind solange die voll sind, ist alles gut. Und zum Glück haben wir halt auch die ganze Zeit laufen lassen, sodass wir tatsächlich jetzt hier auch mit Überschuss arbeiten können. Ne? Na, hier noch so langsam. Hier haben wir es noch nicht, aber ich glaube, hier wird schon weniger. Ja, hier wird es weniger. Hier kommt er nicht nach und dann haben wir hier hinten das entsprechend. So, dann machen wir noch mal so ein paar Abschlüsse mit den Säulen. Das machen wir heute noch. Perfekt 1. Aber hier kann ich ja den guten Move machen. Warte. Da muss ich kurz hier in die Eisen-Farbfeld-Geschichte rein. Okay. War aber eine schwere Geburt hier alles, ne? Aber jetzt läuft's. Die Dinger gehen hier raus. Hier sind keine Stahlbarren mehr drin. Die werden jetzt hier auch alle komplett leer. Auch hier leer. Hier hinten haben wir noch so ein paar, die noch hängen, aber das wird sich auch schon geben mit der Zeit. Oh, hier haben wir auch noch mal ein offenes Ende. Sehr gut, dann ist das soweit fertig. Tja, Leute. Und damit haben wir Steelworks, oh Jesus, reloaded, mehr oder minder fertig. Das wird sich jetzt im Laufe der Zeit alles einbalancieren. Wir müssen nach einer Zeit nochmal gucken, um zu checken.
Aber wir haben jetzt hier die Mehrzweckgerüste laufen. Alles andere läuft auch, alles ist grün. Steelworks ist fertig, Leute. Und auch rechtzeitig. Eine Stunde 10 heute. Ein bisschen länger gedauert, aber wir haben es jetzt ready. Leute, ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns am Sonntag wieder, wenn es wieder heißt Satisfactory. Und ja, wir sehen uns hoffentlich morgen im Stream. Also bis dahin, macht's gut. Euer Tuki.